Yo, moin, ich will noch ganz kurz was zu Beginn sagen. Das Video hier könnte leicht verstörend wirken, weil diese Werbeeinblendungen einfach sowas von unfassbar cringe sind. Da werdet ihr auch nicht drauf klarkommen und ich wusste auch nicht, ob ich euch das zumuten kann. Aber könnt euch, das wird nämlich jetzt gleich so richtig schlimm. Los geht's. Ihr kennt doch sicher auch noch die guten alten Zeiten, als Rise of Kingdoms in dichten Nebel gehüllt war oder Bibi für Coin Master ihr Können gezeigt hat. Und ja, wir alle fanden das eigentlich mega unlustig und auch unfassbar cringe. Aber Leute, das, was ich euch heute zeige, das übersteigt bei Weitem wirklich alles. Gönnen wir uns dafür direkt erstmal zwei Frauen, die aus dem Hamsterrad endlich entfliehen wollten. By the way, Kuss geht raus an Ton verändert. Der hat mir mit den ganzen Clips auch richtig krass geholfen. Lasst gerne mal ein Abo bei dem da. Ich habe den unten verlinkt. Fühlst du dich auch manchmal wie gefangen in einem Hamsterrad? Immer nur am Rumrennen, To-Dos abarbeiten und alle möglichen Bedürfnisse von allen möglichen Menschen erledigen? Ja, Mann, ich fühle mich so. Diese ganzen normalen Jobs, das sind einfach Geringverdiener. Das tut mir einfach an der Seele weh. Wie kann man denn nur einem normalen Job nachgehen? Oh mein Gott, da muss man ja förmlich aus dem Hamsterrad raus. Also jeder, der den normalen Job macht, ihr müsst doch aus dem Hamsterrad raus. Das ist doch ganz, ganz schlimm. Aber pass auf, die rechte Dame hier im Bild, die führt kein Leben im Hamsterrad, sondern die führt einfach ein Entenleben. Ich schwöre, ich lach gerade, aber das ist kein Scheiß. Lebst du ein Entenleben? Der große Moment, als ich begriff, dass ich keine Ente bin. Junge, ich kann nicht mehr. Was ist das für eine Aussage? Wie kommt man jetzt bitte auf die Metapher, dass man jetzt keine Ente mehr ist? Was ist überhaupt ein Entenleben? Was ist mit dieser Frau, ja? Also die Frage ist jetzt aber auch, wer hat die beiden bitte verarscht, dass diese Werbung auch nur ansatzweise irgendwie einen Sinn macht oder auch relativ gut sein soll? Ich habe dann übrigens dort mal auf dieser Seite geguckt, was man dort eigentlich so findet, für was sie da werben und ich bin halt bei nichts fündig geworden. Also diese Seite gibt's noch nicht mal. Keine Ahnung, was die da beworben haben. Also eigentlich sehr schade, denn ich persönlich wollte eigentlich mein ganzes erspartes Geld in die beiden investieren, weil ich denke mir schon, die vermehren mein Geld, damit ich aus dem Hamsterrad entfliehen kann. Die nächste Werbung wird wahrscheinlich schon der ein oder andere von euch kennen und zwar geht es um kein geringeres Spiel als das Spiel Lords Mobile. In dem Spiel geht es halt darum, dass die eine Seite gegen die andere Seite kämpft, du musst halt eine gewisse Formation aufbauen, damit du halt diese andere Seite besiegen kannst. Junge, ich merke gerade einfach, ich mache einfach bessere Werbung für die als die Frau hier. Mein Gegner hat aber eine viel kleinere Armee als ich, also schicke ich meine Soldaten in den Kampf. Ja! Und sie sterben. Nein, was habe ich nur falsch gemacht? Ah! Als ersten Tipp sage ich immer, sucht euch eine Theatergruppe, einen Theaterkurs oder eine Theater-AG. Ah! Junge, ist die früher ein Tier gewesen oder warum so ein Schrei? Ah! Auf jeden Fall haben wir jetzt hierbei bei diesem Spiel gelernt, dass es hier nicht auf die Größe ankommt, sondern um die Technik. Ey, ist ja gut. Also jetzt ja ohne Witz, denk doch nicht immer ans Falsche. Aber sie hat ja schließlich trotz einer größeren Armee gerade eben verloren. Deswegen kommt es nicht auf die Größe an. Das ist einfach Fakt. Doch wie sieht es denn eigentlich aus, wenn sie dann gewinnt? Übertreibt sie da genauso? Ach so. Man kann Informationen attackieren. Okay, dann wähle ich die Scherenformation und schnippe sie alle in zwei. Daumen gedrückt. Sie gewinnen! Also ich habe mir das gerade eben nochmal angeschaut und ich bin gerade ernsthaft am überlegen, ob sie dafür wirklich Geld bekommen hat. Also ist es die Absicht von Lords Mobile, dass die Werbungen so beschissen wie möglich rübergebracht werden? Das ist wirklich eine ernst gemeine Frage. Es gibt auch bei solchen Creatoren für die Werbung sozusagen ein Briefing. Ein Briefing, das schreibt halt vor, was man alles in diesem Video oder in dieser Werbung mit einbauen muss. Das ist sozusagen ein Leitfaden, wie die Werbung zum Schluss aussehen soll. Und danach sollte sich der Creator auch halten. Und da frage ich mich, ob bei diesem Briefing von dieser Firma drin steht, ob man bewusst so eine dumme Werbung machen soll. Ich meine, schaut euch jetzt mal bitte die Werbung von diesen beiden Jungen bei diesem gleichen Spiel an. Das ist mindestens genauso dämlich. Er greift uns an. Ich schicke die Kavallerie. Glaubst du, ich könnte das gewinnen? Also wenn ich das richtig sehe, hat er ja viel weniger Truppen. Oh, nein. Die Bogenschützen. Oh. Warum sind alle tot? Schau mal, wie sie ihre Formation ändern. Vielleicht sollten wir in die umgekehrte Pfeilformation gehen, dann hättest du eine Chance. Oh, okay. Du denkst, sie könnten gegen die Bogenschützen gewinnen? Alles klar, sie blocken mit ihren Schilden. Ja, genau so. Sie brechen durch. Warte. Wir gewinnen. Ja, sag ich doch. Genau, sie fliehen und laufen weg. Junge, das ist nicht dein Ernst, oder? Also die haben das ja noch nicht mal ordentlich synchronisiert. Also wenn man jetzt einfach mal sieht, was sie da reden und wie die Mundbewegungen sind, dann ist es halt komplett falsch, das macht gar keinen Sinn. Und teilweise gibt es da Sprechpassagen, wo der noch nicht mal im Video redet. Und ihr müsst euch das mal noch überlegen. Die bekommen Geld dafür, dass sie so eine Werbung schalten. Also ich persönlich kenne die beiden jetzt nicht. Ich denke jetzt auch nicht, dass sie so extrem große YouTuber, Influencer und so weiter sind. Deswegen werden die jetzt auch nicht so massig an Geld bekommen. Aber Real Talk, man könnte jetzt bei dem Video, was sie da rausgezaubert haben, jede mögliche Stimme drunter legen und das würde besser klingen als das, was sie dort synchronisiert haben. Boah, der fuckt mich ab. Ich lasse den striken. Alpha Kevin ist dumm, aber wenn ich das richtig sehe, hat er ja trotzdem recht. Ey, du Huso.
Was frontest du mich? Du hast recht. Komm, wir striken den Allmann, weil der ein Video über uns macht. Ja, Mann, wir zeigen es ihm richtig. Oh, yeah. Lasst aber ein Like da, wenn ihr sagt, dass ich ein Keck bin. Junge, Junge. Apropos Keck, wo wir gerade bei Scheiße sind. Kennt ihr auch diese übel billigen Spiele, wo man sich so fragt, was hat sich dieser Erfinder oder dieser Ersteller von dieser App dabei gedacht, so unrealistisch wie das ist? Und die Frage geht dann mit einher, wie kann so ein Spiel auch nur einen Download erzeugen? Das frage ich mich so oder so, weil das so unfassbar schlecht gemacht ist. Eines dieser Beispiele von dem, was ich euch gerade erklärt habe, ist zum Beispiel dieses hier. Oh mein Gott! Hey Jungs, ganz ehrlich, ich will das einfach alles nicht mehr. Also überlegt euch das einfach mal. Dort ist eine Frau, die klitscht in irgendeinen Sportwagen. Dann fällt der Typ hin und hat zwei Auswahlmöglichkeiten. Entweder einen Job suchen oder einfach heulen. Also ernsthaft, was ist das für Müll? Was sind das für Auswahlmöglichkeiten? Natürlich heule ich erstmal. Einfach aus Prinzip. Denn ich denke, das bringt einem in diesem Spiel weiter, wenn man einfach anfängt mit weinen. Ein ähnlich grenzdebiles Handyspiel ist dann noch das Spiel Mafia City. Das ist auch sowas von komplett dumm und es macht halt auch gar keinen Sinn. Und das Ding ist, diese Werbung beziehungsweise dieses Spiel macht auch schon an sich keinen Sinn, weil die in dieser Werbung teilweise zeigen, dass dieses Spiel komplett verbuggt ist und man einfach irgendwelche Glitches machen kann. Und dann kommt man einfach von Level 1 zu Level 35, ohne sich irgendwie dabei anzustrengen. Alter, wenn ich mir das anschaue, ich kann nicht mehr. Das ist doch so dumm. Dieses ganze Handyspiel ist sowas von schlecht gemacht. Die ganzen Bewegungen sind sowas von schlecht. Ich meine, schaut euch doch mal dieses hyperrealistische Handyspiel an. Also da kann auch nicht mal Rage Shadow Legends mithalten, obwohl die viel Wert darauf legen, dass die Grafik richtig krass ist. Also ich schwöre, der Ersteller dieser App ist definitiv geistig hängen geblieben. Ich glaube, irgendwas hat er. Das ist auch noch nicht mal böse gemeint, aber irgendwas muss der haben. Also ernsthaft, was denkt man sich denn bitte dabei, dass man in der heutigen Zeit so schlecht programmiert? Also diese Bewegungen sind sowas von unrealistisch. Vor allem schießt der letzte Typ einfach mit einer Knarre in die Bank rein und bekommt dafür Geld. Nice job, Bro. Genau so stelle ich mir nämlich extrem realistische Spiele vor. Machen wir jetzt aber mal weiter mit der nächsten App namens Azar. Damals hatte ich übrigens auch eine Werbeanfrage von dieser App erhalten. Jedoch war mir das Ganze ein bisschen zu komisch, weil die Werbungen auch so extrem hässlich aussahen. Nur zur Info, Azar ist so eine App, wo du halt Videoanrufe mit fremden Menschen machen kannst, um die dann halt später kennenzulernen. Das ist wie so eine Dating-Seite auf Wish bestellt. Und damit ihr auch versteht, warum ich da keine Werbung gemacht habe, hier seht ihr einfach mal so typische Werbungen von Azar. Hi. Entschuldigung, ich habe meine Telefonnummer verloren. Kann ich mir deine ausleihen? Netter Versuch. Was sind deine Pläne für heute Abend? Ich dachte, wir gehen noch in Berlin. Wer bist du denn? Ich bin... Bleib weg von meiner Schwester, du... Also wenn die Leute hier jetzt nicht noch neben FIFA Gaming ebenfalls Schauspielangebote von RTL 2 bekommen, dann weiß ich auch nicht. By the way, muss ich auch ehrlich sagen, dass dieser Bruder einfach komplett random reinkommt und seiner Schwester verbietet, mit irgendwelchen anderen Männern zu telefonieren. Hä? Also what the fuck, als ob er ihr irgendwas vorschreiben kann. Vor allem, wie er das sagt. Wer bist du denn? Ich bin... Bleib weg von meiner Schwester, du... Was starrt der Fettsack mich denn so an? Also wirklich komplett weird. Aber ich kann euch etwas versprechen. Wirklich jede Werbung ist genau so aufgebaut wie diese Werbung. Immer telefonieren zwei Personen, dann kommt bei der einen Person irgendjemand in die Tür rein und wundert sich dann, mit wem sie denn da telefoniert und wer denn die Person ist. Also es ist komplett dämlich. Was aber jetzt noch weniger Sinn macht, ist genau diese Werbung hier. Achtet mal bitte darauf, dass dieser erste Clip, dass da ein ARD-Symbol rechts oben ist, damit das irgendwie seriöser rüberkommt. Und bedenkt euch das mal, dass dieser Clip geklaut ist, da einfach nur drüber synchronisiert wurde. Und rechtlich gesehen kann ich euch jetzt schon mal sagen, ist das definitiv nicht erlaubt, so eine Werbung zu schalten. Sie hat in mobilen App 63.580 Euro gewonnen. Er hat gerade die Anwendung auf Facebook heruntergeladen, eine Einzahlung von 10 Euro getätigt und viel Geld gewonnen. Ich habe gerade eine Werbung auf Facebook gesehen und die Anwendung auf das Telefon heruntergeladen. Ich selbst habe nicht geglaubt, dass dies möglich ist. Als dies geschah, kannte meine Freude keine Grenzen. Ich habe eine Nachricht über die Gutschrift auf meinem Bankkonto erhalten. Ich habe viel Geld für den Kauf eines Autos ausgegeben. Aber es ist völlig in Ordnung, weil ich weiß, wo ich mehr bekommen kann. Leute, verpassen Sie nicht Ihre Chance.
Ey, ich glaube, die meinen das auch noch ernst. Die wollen mich verarschen, Mann. Also jetzt mal ohne Witz. Ich dachte am Anfang, dass es einfach nur so eine Werbung verarscht und so weiter, wo einfach drüber synchronisiert wurde. Aber die meinen das mit dieser Werbung wirklich ernst. Das ist kein Spaß, Leute. Und auch bei dem Clip am Anfang mit der Frau. Das ist eine Moderatorin vom ARD. Die wurde einfach hierbei eingebunden, damit das seriöser rüberkommt, als würde irgendwie das ARD dafür werben. Als ob die Glücksspiel bewerben. What the fuck? Aber Leute, ist genau mein Humor. Und immerhin ist das noch besser synchronisiert als diese Lords Mobile-Werbung, die ich euch vorhin schon gezeigt habe. Der nächste, der mich auch noch absolut belustigt hat, das war der Typ mit dieser Juul Master Werbung. Dort kann man nämlich auch richtig heftig abräumen. Hey, was soll denn das? Entschuldige, sag mal, wo hast du so viel Kohle her und vor allem so ein geiles Auto? Wieso, was ist? Brauchst du Geld oder Nein, was? Nein, Geld brauche ich nicht, aber ich frage mich, wie du das machst. Ah, dafür brauche ich nur eine App und ein Smartphone, fertig. Was ist das für eine App? Also du drehst quasi die Trommel, ja? Ja. Und wenn du ein bisschen Glück hast, bekommst du einen Gewinn. Und das kannst du dir vermehren. Ist vollkommen legal, ist die erste legale App. Was? Es ist vollkommen legal und die erste legale App? Oh, scheiße. Jetzt mal abgesehen davon, dass er uns gerade eben gezeigt hat, dass er gerade 5 Cent gewonnen hat bei einem 25-Cent-Dreh, sind seine gewählten Worte einfach nur dumm. Also wirklich, erstmal kann diese Seite, die er uns da gezeigt hat, jede mögliche Casino-Seite sein, weil das ist alles genauso aufgebaut und es sieht auch genauso aus. Und zweitens gibt es unzählige Casino-Apps, die ebenfalls auch einfach legal sind. Also es ist definitiv nicht die erste legale App. What the fuck? Da er aber auch einfach geisteskrank reich geworden ist, schenkt er einfach diesen Kameramann, der ja eigentlich einfach nur ein Random darstellen soll, einfach sein eigenes Handy. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, hier, Mann. Ich würde auch Grund gern so können. Ja, hier, Mann, ich schenk's dir, kannst du mal probieren. Ich danke dir, Mann, ich danke dir. Hey, Jungs, schnell runterladen, ist eine geile Sache. Also kannst du dir halt wirklich nicht ausdenken. Ich meine, überlegt euch das mal, der schenkt einfach einem Random einfach so sein Handy, obwohl er seine Daten noch nicht mal gelöscht hat, einfach so zu mitnehmen. Ich feiere zwar den Humor, aber das ist einfach mega schlecht gemacht. Das ist schon wieder teilweise sehr amüsant, ja. Machen wir jetzt aber mal weiter mit einer äußerst sexistischen App. Und zwar geht es darum, dass man entweder eine Frau ausziehen kann oder ihr auf den Arsch hauen kann. Excuse me, what the fuck? Also wirklich, also wenn das der einzige Sinn von dieser App sein soll, dann weiß ich nicht, welche Ronny dieses Spiel erfunden hat oder erstellt hat. Also der Ersteller von diesem Spiel, der kann auf jeden Fall nur eine Jungfrau sein. So krass, wie der sich darauf aufgeilt. Also ernsthaft, es ist einfach nur traurig, dass es überhaupt solche Apps gibt. Und dafür wird dann auch noch auf YouTube Werbung geschaltet. Das ist ja das größte Problem. Also die schalten auch noch Werbung und es funktioniert scheinbar auch noch. Aber schließen wir jetzt mal mit dem kompletten Kapitel ab und wenden uns jetzt endlich mal den P2P-Krediten von Fire Golden. Jedoch muss ich Max leider enttäuschen, denn P2P-Kredite. Das ist wirklich komplett langweilig. Und mittlerweile kann man nämlich auch mit Casino viel, viel mehr Geld verdienen. Und zwar über 12.000 Euro im Monat. 1.000 Euro im Monat. Und hier habe ich 12.000 Euro verdient. Jetzt weiß ich nicht mal mehr, welcher eigentlich mein Hauptjob ist. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Also da fragt sich jetzt gerade ernsthaft, ob Casino eher sein Hauptjob ist, als diese P2P-Kredite oder was der auch immer dort anlegt. Es ist so dämlich, weil er dann 12.000 im Monat macht. Das Geile ist ja unter anderem auch, dass du bei Casinos ja fast immer nur Minus machst. Und wenn du mal was gewinnst, dann ist es halt ein einmaliger Gewinn. Und du kannst auch nie auf den Monat genau rechnen, ob du jetzt 12.000 Euro im Monat machst oder ob du 12.000 Euro Minus machst im Monat. Demnach ist das, was er dort gesagt hat, überaus cringe und absolut nicht nachvollziehbar. Fangt auf jeden Fall niemals damit an, irgendwie Slots zu spielen. Denn, wie sagt man so schön, der Automat gewinnt immer. Und es ist auch wirklich so. Lasst, by the way, jetzt gerne mal eine Bewertung auf dieses Video da. Und folgt mir auch unbedingt auf Twitch und auf Instagram. Die Links dazu sind in der Beschreibung. Ich heiße dort echter Alpha Kevin auf beiden Seiten. Deswegen Kuss geht raus, wenn ihr mir dort folgt. Dort gibt es auch jede Menge extra Content. Und damit ihr jetzt auch nichts mehr zum Lachen habt, lese ich euch noch einen sehr unlustigen Witz von euch vor. Schlechter Witz. Warum muss der Bäcker ins Gefängnis? Weil er zu viele Eier geschlagen hat. Das Gehirn nimmt diese Information auf und bewertet sie. Erst in diesem Moment spürt der Mensch den Schmerz. Autsch.